Bist du spanischer Muttersprachler und möchtest du wissen, was deine größten Aussprachefehler sind und warum du diese machst, dann schau dir dieses Video bis zum Schluss an. Ich erkläre dir deine Aussprachefehler und wie du deine Aussprachefehler vermeiden kannst, damit du Deutsch wie ein Muttersprachler sprichst. Los geht's! Hallo meine lieben Deutschlerner, Matthias hier, Learn German for Life, wo wir dir zeigen, wie man Deutsch natürlich, authentisch und selbstbewusst spricht, für den Alltag und für den Beruf. Und wir zeigen dir, wie du einen perfekten Akzent auf Deutsch erreichst und Deutsch wie ein Muttersprachler sprichst, damit du kompetent wirkst in deinem Alltag oder in deinem Beruf. Heute geht es um typische Aussprachefehler von spanischen Muttersprachlern. Wenn du spanischer Muttersprachler bist, das heißt Spanisch als Muttersprache sprichst, dann hast du normalerweise eine Tendenz, bestimmte Fehler zu machen, die alle spanischen Muttersprachler gemeinsam haben. Und du bist wahrscheinlich neugierig zu wissen, welche Fehler das sind. Das verrate ich dir in diesem Video. Am Anfang wollte ich dir aber ein Geschenk machen. Du solltest dir unseren gratis Aussprachekurs 61 Klänge für perfektes Deutsch holen. Denn wenn du diese 61 Klänge lernst und hören kannst, dann wirst du viele von den Aussprachefehlern, die ich heute anspreche, wahrscheinlich vermeiden oder du hättest sie vermieden, wenn du den Kurs gemacht hättest. Der Kurs ist komplett gratis. Er ist unten in der Videobeschreibung. Hol ihn dir. Ich werde auch die anderen Videos in der Liste, die typischen Aussprachefehler, vermeiden. Zum Beispiel haben wir auch Videos gemacht über die typischen Aussprachefehler von englischen Muttersprachlern, von slawischen, französischen, italienischen etc. Ich werde sie hier oben verlinken. Beginnen wir mit den typischen Fehlern von spanischen Muttersprachlern und wir schauen uns zuerst die Vokale an. Ich werde mich wieder orientieren an der Liste, die 61 Klänge für perfektes Deutsch. Diese Checkliste kannst du dir, wie gesagt, herunterladen, kostenlos. Ich werde in diesem Video spanische Muttersprachler aus Spanien und die Muttersprachler aus anderen Ländern mehr oder weniger in einen Topf schmeißen. Tut mir leid, aber es ist eine so große Vielzahl an spanischen Muttersprachlern aus Mexiko, Argentinien, Kolumbien, dass ich das gar nicht so im Detail machen kann. Ich werde mich also auf die Sachen konzentrieren, die die meisten Leute, die Spanisch als Muttersprache sprechen, gemeinsam haben, also die gemeinsamen Fehler. Es kann sein, dass es noch im Detail kleine Abweichungen gibt. Das heißt, dass manche Personen bestimmte Fehler weniger machen oder dass bestimmte Personen andere Fehler mehr machen. Aber das kann ich in diesem Video nicht machen. Das würde den Rahmen sprengen. Generell ist der Fehler bei den Vokalen oder der größte Fehler bei den Vokalen von spanischen Muttersprachlern, dass sie oder dass ihr die Vokallänge nicht richtig macht. Das ist schwierig, weil auf Spanisch haben wir nur 5 Vokale und die sind alle mittellang. Das heißt, wir haben A, I, E, O, U. Wir sind immer genau in der Mitte. Aber auf Deutsch ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Vokalen extrem wichtig und extrem. Wir haben nichts in der Mitte. Wir haben nur einen sehr kurzen Vokal, zum Beispiel O, und einen sehr langen Vokal, wie O. Spanier oder spanische Muttersprachler, ihr seid meistens irgendwo in der Mitte. Ihr sagt die Vokale zu lang, wenn sie kurz sind, oder ihr sagt sie zu kurz, wenn sie lang sind. Hier müsst ihr eure Ohren trainieren und das schafft ihr mit viel Übung. Schaut am besten die Videos an, die wir über kurze und lange Vokale gemacht haben und die Übungen zu diesem Thema. Ich werde sie hier oben verlinken. Ein weiterer Fehler bei den Vokalen ist der E-Schwa. Das heißt, dieses Ö am Ende eines Wortes, zum Beispiel habe oder mache, das wird von vielen Spaniern oder spanischen Muttersprachlern einfach als E ausgesprochen, also nicht reduziert. Also sie sagen habe, ich habe. Manchmal wird das auch noch gehalten, also habe. Und das ist nicht schön und das wird auch so nicht gesagt. Also hier solltet ihr dieses E am Ende zum Ö, zum E-Schwa reduzieren. Und das A-Schwa wird oft nicht gesagt. Hier wird oft einfach das R gesagt. Also das vokalische R wird meistens weggelassen. Zum Beispiel besser wird als besser ausgesprochen. Das heißt, wenn du spanischer Muttersprachler bist, würde ich dir empfehlen, nochmal genau das Video anzuschauen, das ich über die 14 Kombinationen mit R vokalisch gemacht habe, also A. Und dass du genau deine Ohren trainierst, damit du diesen Unterschied zwischen diesen 14 Tönen hören kannst, die 14 Kombinationen mit dem vokalischen R. Ich werde das Video hier oben verlinken. Kommen wir jetzt zu den Konsonanten. Bei den Konsonanten ist es wichtig zu wissen, dass spanische Muttersprachler oft den Knacklaut, das heißt diese kurze Pause zwischen zwei Vokalen oder zwischen einem Konsonanten und einem Vokal nicht machen, also vergessen. Das heißt,
Sie verbinden die Wörter zu viel, wenn sie Deutsch sprechen. Also sie sagen zum Beispiel Abendessen oder Mittagessen. Das ist leider falsch, denn hier müsst ihr sagen Abendessen oder Mittagessen. Hier brauchst du als spanischer Muttersprachler also ein gutes Gehör, um diese Pause zu hören zwischen zwei Vokalen oder zwischen einem Konsonanten und einem Vokal, wenn das nächste Wort mit einem Vokal beginnt. Schau dir am besten das Video an, das ich über den Knacklaut gemacht habe. Der nächste Fehler bei den Konsonanten ist, dass spanische Muttersprachler B, D und G meistens als Approximanten, als sogenannte Approximanten aussprechen. Das heißt, die Lippen berühren sich nicht. Sie sagen nur L, L oder L. Das ist aber falsch, denn auf Deutsch berühren sich immer die Lippen, wenn wir B oder D oder G sagen. Zum Beispiel höre ich oft A statt aber. Oder ich höre oft oder statt oder. Oder ich höre oft sein statt sagen. Also hier macht die Töne bitte komplett und vollständig und macht bitte keine Approximanten. Umgekehrt werden P, T und K oft zu weich gesagt, also nicht aspiriert. Das P wird fast wie ein B ausgesprochen und das T wird fast wie ein D ausgesprochen und das K wird fast wie ein G ausgesprochen. Also hier müsst ihr schön aspirieren, schön ausatmen. P, T, K. Diese Konsonanten sind härter auf Deutsch. Der nächste Fehler ist, dass H oft mit Friktion ausgesprochen wird. Zum Beispiel wird gesagt habe oder hat. Aber hier müsst ihr lernen, das H ohne Friktion, also ohne Reibung zu sagen. Ich weiß, diesen Ton, diesen Klang gibt es nicht im Spanischen, aber ihr müsst das lernen, dieses h, h, h zu sagen, ohne Reibung. Es ist nicht h, sondern h, habe. Hat. Der nächste Fehler ist das D. Das D wird oft zu weit vorne gebildet zwischen den Zähnen, also als the, the. Ich höre zum Beispiel oft den, den. Aber das ist falsch. Das D hat eine andere Position auf Deutsch. Es ist da, wo das T auch gesagt wird. T, t, t. Und dann benutzen wir die Vibration im Hals, also t, 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 d, 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 d. Und nicht the, den, nicht den. Der nächste Fehler ist, dass bei NG, also hm, oft das G zu stark gesagt wird. Also statt singen wird singen gesagt. Denkt daran, NG ist hm. Und ihr solltet die Endung reduzieren, also sing, singen. Nicht singen, sondern singen. Oder lange statt lange. Der nächste Fehler ist, dass R meistens gerollt wird. Also es wird nicht als standardsprachliches R, R oder R gesagt. Das ist eine korrekte Aussprachevariation, aber ihr müsst wissen, dass ihr dann wie Personen aus Süddeutschland oder Österreich oder der Schweiz klingt. Das heißt, wenn ihr Hochdeutsch aus dem Norden sprechen wollt, dann solltet ihr lernen, das deutsche R bzw. R zu bilden. Schaut euch das Video an, das ich gemacht habe über dieses Thema. Und der letzte Fehler bei den Konsonanten ist, dass S am Wortanfang oft als s gesagt wird, also nicht vibrierend. Standardsprachlich ist aber s, ist s, s am Anfang, also sieben oder sagen. Hier sagen Spanier oder Lateinamerikaner oft sieben oder sagen. Und das s am Ende, das wisst ihr bereits, ist immer hart. Das ist der harte Silbenauslaut auf Deutsch. Es ist nie s. Aber viele spanische Muttersprachler oder Latinos sagen hier s. Zum Beispiel was ist, aber es ist was ist. Oder sie sagen is das statt ist das. So, meine lieben spanischen Muttersprachler, meine lieben Spanier oder Lateinamerikaner, das waren eure häufigsten Fehler. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, du hast was gelernt und du wirst diese Fehler nicht in der Zukunft nicht wieder machen. Ich bin neugierig, welchen von diesen Fehlern hast du gemacht? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Denk abschließend auch an den Gratiskurs 61 Klänge für perfektes Deutsch, denn mit diesem Kurs wirst du viele Aussprachefehler in der Zukunft vermeiden und du lernst perfektes Deutsch zu sprechen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Wenn das Video dir gefallen hat, dann gib ihm bitte einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, abonnier uns auch auf TikTok und Instagram. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis bald, euer Deutschlehrer Matthias. I got the mojo deal, we been trippin' like crazy.